Und da sind wir wieder mit einer relativ freien Festplatte, ne? Würde ich sagen. Jetzt ruckelt es auch nicht mehr so schlimm, weil er nicht mehr die Dateien irgendwo einfügen muss. Und wenn man vom Teufel spricht, dann ruckelt es wieder. Das ist dann nervig. Was sagst du auch noch was, Markus? Markus! Ja, dann halt nicht. Ist mir doch Banane. Was willst du? Ich will deine Stimme hören. Da hast du sie. Ich habe sie nicht vermisst. Das soll ich auch hoffen. Mann, ich hätte hinten anfangen sollen, da hätte mir weh gespart. Das hätte mir weh gespart. Ach, Scheiße. Ich habe gestern eine Call of Duty-Folge von 15 Minuten in 12 Minuten gerendert. Und Ja, voll geil. Normal brauchst du ungefähr eine Stunde. nicht ernsthaft jetzt, oder? Doch. Wie lange brauchst du denn nur im Rendern? Tja, 15 Minuten. Lol. Und Jede Folge. dabei rede ich noch nicht mal vom MacBook. Hey, what the fuck, ey? Warum geht das bei dir so gut und bei mir nicht? Das muss ich ja wissen. So läuft das halt. So zerbröselt der Keks nun mal, ne? Hast du den Film? Falscher Film. Falscher Film. Hast du den Film gesehen? Ich habe den Film gesehen. Ja, der war immer geil, oder? Ja. Auf jeden. Wahrscheinlich kommt sogar ein zweiter Teil davon. Oh ja, das wäre göttlich. Von all für alle, die nicht wissen, wovon wir reden. Ihr seid ungebildete Spacken. Nein. Wollen hier jetzt mal niemanden beleidigen, außer dich. Ich kenne den Film. Ich habe den auf Trotzdem. DVD. Trotzdem. Und wer hat heutzutage noch DVDs? Ich. Ja. Beziehungsweise Blu-rays. Ist Das das ist noch okay. noch, wie lange ist die Noch Frage? okay. Die Frage ist, wie lange das noch okay ist. Ja. Was hast du denn gegen DVDs, Markus? Heutzutage hat fast keiner mehr DVDs. Heutzutage kauft man sie. Heutzutage kauft man sich keine DVDs mehr. Doch, schon noch. Nee. Schon noch. Das ist viel zu altmodisch. Was ist denn da dran so altmodisch? Es sind DVDs. Ja und? Die sind altmodisch. Ja und? Ja, deswegen kauft man sie auch nicht mehr. Du hast echt Probleme, Probleme? Du hast Probleme, du hast DVDs. das ist ja wohl kein Problem. Na doch, wenn man DVDs hat und es noch verherrlicht. Ich mag DVDs halt. Ja, dann hast du das Problem. Ich bräuchte nicht mal Treppen hier runter, ey. So, jetzt fehlt das letzte Stockwerk da und dann muss ich da unten farmen gehen. Ah, Spinne. Ah, die Spinne kriegt jetzt mal einen Arschklatscher. Tolle Reaktion, Arschspinne. Hast du irgendwo Birken? Nö. Ist voll nervig, ich habe nur eine Birke. Das ist auf die Dauer nervig, wenn man ganz viel Birkenholz braucht. So, am besten drei, vier Stacks. Dann mache ich mir eine neue Axt und gehe kurz Birkenholz farmen.
Wenn ich weiß, wo Birken sind. Und ich gehe da hinten am Dorf vorbei. Erstmal alles ablegen. An dem wir vielleicht nicht. Ah, ich wollte mir eine neue Axt machen. Oh, ich muss gleich wieder farmen gehen. Jetzt habe ich doch nicht die Sticks da abgelegt. Dumm. Oh ja. Oh nein. Oh ja. Kein Kommentar. Alter, so viel gebaut habe ich echt noch nie. Fällt mir gerade so ein. Normal drücke ich mich ja davor, so ein Bauprojekt. Meistens. Immer. Was baust du denn? Meine Farm. Als nächstes dann die Treppen, dann ein Bahnhof. Noch geile Sachen, die mir eingefallen sind. Noch was. Also, Mein Haus ist irgendwie schon riesig geworden. Mit dem oben und. dem oben und dem unten. Ja. Ah. Mit dem Keller, der noch kommt. Alter, ich brauche Fleisch. Das wird Zeit, dass ich Fleisch hole. Neues. Oh, Hühnchen. Hühnchen. Ich bin schon wieder Level 10, ey. Und Sand, das brauche ich auch noch. Kann ich gar nicht ein bisschen mitnehmen. So, am besten nichts, Markus. Ich weiß, hattest du auch nicht vor, aber trotzdem. Hühnchen. Oh, ich brauche Sand. Ja, die Überleitung war geil. Und wenigstens regnet es nicht. Oh, Pilze brauche ich auch noch für meinen Pilzkeller. Und Lianen brauche ich für den. Wie kann man Lianen abbauen? Scheren, glaube ich. Das ist jetzt natürlich dann auch nervig. Nehme ich noch ein bisschen normales Holz mit. Werde ich noch brauchen. So, und Seerosen dann wahrscheinlich auch, ne? Doch, das weiß ich nicht. Okay. Na egal. Könntest du ja eigentlich auch so eine Seerosen-Slash-Lianen-Zucht machen. Aber braucht man ja nicht. Kakteen brauche ich noch. Kann aus der Wüste mitnehmen. Oh ja. Dann habe ich gleich alles für meine Farm. Diesmal darf die keiner mit benutzen. So, ah, ich habe mir eine riesen Farm gebaut. Alle dürfen mit benutzen. Das mache ich nie wieder. Mein Haus ist diesmal nicht der Mittelpunkt von allem. So, wir gammeln mal in einem Haus rum, weil es langweilig ist. Läuft nicht, gibt's nicht mehr. Geht nicht, gibt's nicht. Doch, doch, geht nicht. Bist du eigentlich noch in der Höhle irgendwo am Arsch der Welt, Ja. während ich Scheiße laber? Ja. Ich hoffe, hier waren wir noch nicht. Aber ich glaube schon. Wie entsteht eigentlich dieses vertrocknete Gras? Tja, keine Ahnung. Yay. Ist da mal irgendwas gewachsen und das vertrocknet oder wird das einfach vom Minecraft so gespawnt? Ich glaube, das wird einem von Minecraft gespawnt. Ist ja nervig.
Wäre jetzt schon chillig, wenn das irgendwas war, mal. Oh, hier sind wieder Planes. Vielleicht finde ich was. Ja, mir fällt gerade nichts ein. Glaube ich aufs Wort. Ich will erstmal warten, bis die Landschaft geladen hat. Wie geladen hat. Nee, respawned hat. Respawned hat auch das, auch gut. Dann laufe ich mal da lang. Gucken, was da so abgeht. Wahrscheinlich nicht so viel. Hühnchen! Suche ich eigentlich? Ich wollte Birkenholz. Jetzt bin ich irgendwie auf der Suche nach einem Dorf. Warum? Du meintest irgendwie vorhin, dass du irgendwie zu einem Dorf gehen willst. Ja, ich weiß, aber ich weiß nicht mehr warum. Das kann ich dir nicht mehr Karotten beantworten. kann ich auch so finden und den Rest ist mir eigentlich Banane. Ja, bei Karotten musst du einfach Zombies töten. Ja, genau. Irgendwann kriegst du dann was. Ich will Birkenholz. Dann hol dir Birkenholz. Die Frage ist, wo? Da. Da ist eine Scheißangabe. Ist Ortsangabe. immerhin eine Angabe. Und keine gute, wie gesagt. Ja, aber es ist eine Angabe. Ich habe dein Handy, glaube ich, gerade gehört. Ich weiß. Falschen Code eingegeben. Hast du gerade die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen, so. Kein Kommentar. Ich bitte um dieses Kommentar. No fucking comment. Betont fucking. Du bist ja schon wie Ray. Ja, du guckst ja kein Voice of Germany. Sag mir nicht, dass du das guckst. Doch. Warum sollte ich das nicht gucken? Ist doch cool. Was hast du dagegen? Vergiss es. Was hast du dagegen? Vergiss es. Na, sag. Vergiss es. Bin ja nicht Seerosen eigentlich auch beim Auftauchen? Oh ja. Diamanten. Oh Mann. Ich muss auch wieder welche suchen. Dabei am besten nicht in irgendeinen Riss fallen und dreimal in Lava verrecken. Kein Bock mit euch zu kämpfen, Viecher. Doch, der Zombie geht mir auf die Eier. Das Markus Hängehaus. So, jetzt ein bisschen Obsidian sammeln. Alter. Portal geht Geil. ja dann nur bei einem von uns, ne? Ist das bei dir hinbauen oder nicht? Soll es bei mir hinbauen? Sollst du so eine, so einen gemeinsamen Keller machen, wo dann das sonst steht. Okay. Okay. Mach's bei dir hin. Bei mir nerven die Sounds. Bei dir ist es nicht so schlimm. Nein, mit Bahnschienen ist ja dann eh nicht mehr so weit von mir zu dir. Alter, ich will auch mal was finden, Du hast schon genug gefunden. ich habe noch nie was gedroppt, ich nicht. Gedroppt? Bei den Zombies. Ach so, das gedroppt. Was dachtest du denn? Dass du irgendwas verloren hättest. Ja, außer meinem Skill habe ich nichts verloren. Der Skill? Wann war der denn da? Schon immer.
Ich bin voll der richtig geile Ego-Shooter-Zocker. Natürlich. Hat man ja gesehen. Niemand spielt besser als ich. Natürlich. Hat man ja gesehen. Ja, das hat man gesehen. Natürlich. Hat man ja gesehen. Ja, das hat man gesehen. Ja, natürlich. Hat man ja gesehen. Ja, Mann, das hat man gesehen. Ja, natürlich. Das hat Ja. man ja gesehen. Der Spruch wird langsam öde. Ich gehe gleich so richtig auf die Eier, wenn du nicht die Klappe hältst.